Haus. Hi, willkommen bei der Demo von Scholar's Maid. Ich hatte das gerade schon mal gespielt. Machen wir einfach von neu, Amma. Ist ja nicht viel, was wir gemacht haben. Das Spiel ist komplett raus. Wir spielen jetzt die Demo, um mal zu gucken, ob das was ist. My head. Vielleicht habe ich da irgendwas übersehen am Anfang. What is this place? Where am I? You! Please, help me! The fuck! It won't open! Help! Get me out of here! I wanna leave! Please! Fuck! Jo, der sah auch sehr vertrauenswürdig aus, muss ich ja zugeben. So, wir hatten das schon mal. Hier hinter ist eine Notiz. Und zwar steht da drauf, dass hier hinter ein Schlüssel ist, den ich mir direkt mal schnappe. Wie gesagt, ist die Demo. Das Spiel komplett ist schon raus. Einmal machen. Hey! Hey, wake up! Are you okay? Sehr okay aus. Ja. Ich meine, ich sehe auch immer normal. Ist auch normal, wenn du in der Badewanne sitzt und alles ist rot. Das ist ein ganz normaler Zustand vom Baden. Die sieht mehr tot aus als lebendig. Lalala. Gehen wir mal auf die andere Seite mal gucken. I kill you. Ja, das ist toll. Manche Sachen haben wir uns schon vorhin angeguckt. Hier geht es um die Schließung der psychiatrischen Anstalt, wo wir gerade übrigens drin sind. Weil Patienten sich, sag ich mal, an den... wie heißen die? Die Leute sich an die Patienten, sag ich mal, doof vergnügt haben. Happy Birthday! Alles Liebe zum 30. Geburtstag. Ich hasse dich. Wie gesagt, manche Sachen hatte ich schon vorgelesen. Diese Geräusche, als hätte jemand Bauchschmerzen, macht meine Nachbarin auch manchmal. Das ist gruselig. Ich würde mir Sorgen machen. Ich gehe da nicht dran. Maßnahmen. Warte. Stand da jetzt drin? Achso, das geht um die Codes von den Schließfächern. Dass man nicht so 1, 2, 3, 4 nehmen soll. What was that? Hello? Is someone there? Ich glaube, hier geht's dabei gut. Please? Max, hier geht. Help me. I'm in hospital. I saw someone and then I heard someone scream. Tell the police, please. What? Are you the guy that brought me here? Listen, don't hang up on me. Shit! Ah. Ah, ich bin alleine in einer komischen psychiatrischen Klinik und fluche erstmal am Telefon vor mich hin. Ganz normales Verhalten. Alles in mir schreit danach, dass das hatten wir schon, das ist nämlich das Schloss für die Geburtstag hat. Deswegen steht da, I hate you. Es hat 1967, nicht 1987.
Da steht aber das Geburtsdatum 87. Von wem habe ich denn jetzt das Geburtsdatum eingegeben? Hä? 07, 010. Weil hier ist auch noch eins. 7. Oktober ist der 10., oder? Ja. Schade. Bin ich jetzt auch gewundert. Bei dem Schloss weiß ich es noch nicht. Es war aber auf jeden Fall gerade nicht 1987, was da aufgegangen ist. Ja, mit dem Türcode, wenn du den Türcode dreimal falsch eingibst, dass dann quasi ein Signal kommt. Da komme ich nicht ran. Warum auch immer. Schlüssel zum WC. Da ist das nochmal mit dem Code. Aber 87 war nicht das, was ich eingegeben hatte. War nicht das, was ich eingegeben hatte. Sind wir wieder hier drin? Soweit bin ich jetzt auch gekommen. Dann hast du hier dieses Buch. Wo halt irgendwas mit satanistischen Symbolen und keine Ahnung was ist. Alle vier Symbole müssen in diesem Raum gefunden werden. Gefunden werden oder gebracht werden? Gefunden werden ist so eine Sache. Was soll ich denn hier in dem Raum finden? Finden ist so eine Sache. Ich brauche einen. Hier geht ja über der Strom ja nicht. Ich meine, wir können da jetzt lang gehen. Da unten ist ein Keller. Was passiert, wenn ich dreimal den Code falsch eingehe? Verriegelt. Ach wirklich, da hängt noch ein dickes Vorhängeschloss dran. Aber es ist verriegelt. Wir haben zwei. Ach, guck mal, die haben wir noch gar nicht gesehen. Der Direktor der psychiatrischen Klinik wurde tot in seinem Büro abgefunden. Als Todesursache wurde ein Kopfschuss aus nächster Nähe abgegeben. Der Ermittlung ging in der Richtung Selbstmord. In der jüngsten Vergangenheit war durch den zuständigen Richter schwere Vorwürfe gegen Dr. Hill erhoben worden. Die Polizei lehnt es zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Ermittlung ab, weitere Informationen über den Fall bekannt zu geben. Es wird auch im Fall des Verschwindens von Paul Hopkins, einem Pfleger der psychiatrischen Klinik, ermittelt. Ich wette mit euch, dieser Hopkins ist der Typ, den wir gerade gesehen haben, der an uns vorbeigelaufen ist. Ich wette meinen Arsch. Er wurde vor 2 Wochen das letzte Mal gesehen, als die Polizei ihn an seinen Wohnort aufsucht, um seine Stellungnahme zu den Vorwürfen gegen die Klinik einzuholen. Gestern wurde er als vermisst gemeldet, nachdem die Polizei mit einem Gerichtsbeschluss die Wohnung des Verdächtigen durchsucht, dort ernehmend antrat. Gott, Himmel, Arsch und Zwirn. Hab ich mich jetzt erschrocken. Unsere Katzen sind immer wieder. Kann ich das Telefon benutzen? Kann ich natürlich nicht benutzen. Hier war so ein. Was mich ein bisschen irritiert hat, war. Es stand doch gerade, der Griff wurde entfernt. Der Wasserhahn ist offen. Oder meine ich das nur? Oh, unsere Katze war mal wieder auf dem Klo. Ich finde es cool, überall wo so Hinweise sein könnten, sind so blutverschnittene Hände. So, warte mal. Ich muss einen Wasserhahn anbringen. Achso, das sind die. Ich wollte gerade sagen, wer klingelt denn jetzt um die Uhrzeit? Aber wir haben ja Halloween. Ich kann den nicht abdrehen. Ich habe doch einen Schlüssel.
Der Tür wurde entfernt, ich muss ihn finden. Ja, das ist toll. Das zählt nicht. Gibt es in der oberen Etage auch einen Klo? Ich glaube, hier hat. Ich habe das Spiel ja bei Holly gesehen. Bei Holly LP. Der hat sich hier auch den Wolf abgesucht. Weil er, glaube ich, auch die Sicherung gesucht hat. Ah, 1988 haben wir noch nicht ausprobiert für unten. 1988. Die klingeln. Leck die klingeln. In 1988 ist es auf jeden Fall nicht. Hier unten ist keine Zeitschrift. Fehlt der Griff? Kann ich nicht einfach. Ich hätte einfach die Tür aufgetreten, ohne Witz. Einfach eine verkackte Tür. Jetzt, sie hat auch keine Taschenlampe oder irgendwie sowas. Ist jetzt. Kann ich das bei den anderen auch machen? Einfach so ein Dings aufmachen? Ich finde das schrecklich, dass der Charakter so laute Footsteps macht. Das ist ein bisschen. Finde ich ein bisschen krank und ein bisschen irritierend. So. Arbeit hier zu machen. So, der Wasserhahn ist offen. Wasserhahn ist offen und jetzt? Okay, das ist die Tür. Hab ich davor erschrocken, dass die Tür zugeht? Sie haben total. Ach so. Okay, schön. Ich habe jetzt das Ventil gefunden, habe das Ventil angebracht. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich keine zweite. Damn rat. That scared me. Red Eye, Red One Floor, Blue Two Floor, Yellow Garden und Green Ground Neutral. Ich hätte gerne den ersten. Geh mal davon aus, dass die da drin bleiben muss. Red erste Etage. Mach mal Red. Das wäre Red, aber. Ja. Das wäre aber dann das, aber hier fehlt auch noch ein.
Hier ist eine drin, das heißt blau und das wäre ja dann das hier. Aber hier unten ist auch nochmal. Das heißt, mir fehlt eigentlich eine Sicherung fehlt mir. Oder sind das die Zimmerräume? 1, 2, 3. Das ist jetzt keine 3, oder? Nee, das ist eine 7. Nee, das ist die 3. Ja, mein Freund mit ihm will quatschen. Ich warte nur darauf, dass sie gleich irgendwann... Nichts funktioniert nicht. Ja, ach wirklich, ich habe ja auch nur eine Sicherung. Ich brauche ja 3. Mir fehlt ein. Soll das ein Hinweis sein? 4.10.14? Ja, kann ja auch nicht, sind ja 5 Zahlen. Vielleicht, wenn ihr eine Ahnung habt, wo eventuell die letzte Sicherung ist oder so, sagt es ruhig. Ich rätsel gerne mit euch immer gerne zusammen. Also ich wette mit euch, die ist da drin, aber ich weiß nicht, wie ich an den Links komme. Datum 1987, Anwaltsbüro Christine, bla bla bla. Vielleicht 5. Oktober? Habe ich auch kein Datum oder so? Ist vielleicht 5. Oktober? Mal gucken. Nö. Oder ist das 10.05. in Nö. Oder 17.10. 17.10. Nö, das ist auch nicht. Es ist eine Jahreszahl auf jeden Fall. Oh, mein Freund hat schon wieder mit Deo rumgesprüht. Meine Fresse hat der mit Deo rumgesprüht. Ich bin ein bisschen... Oder habe ich oben irgendwas übersehen?
Okay. Ah, danke. Okay. Jetzt nach der ganzen Scheiße habe ich eine funktionierende Taschenlampe. Ist ja cool. Die bringt mir jetzt auch was, weil ich sehe überhaupt gar nichts. Ich habe jetzt eine Taschenlampe, das ist toll. Habe ich beim... Ne, bei mir habe ich nichts. Cool. Medikamente? Uhrzeit wird es ja wohl nicht sein. Also überall da, wo seine Hände sind, müssten Hinweise sein, aber irgendwie. Oh, den Regelungscode. Das ist toll. Da kann ich das wirklich nur mit zwei Dingern. Sollte ja eigentlich nicht der Sinn sein, oder? Dass man nur zwei hat. Okay, unmöglich. My birthday of Juli, Juni, Juli, Juli. Siebte, sechste, oder? Zehnte? Frage ist auch immer. In welcher Richtung das ist? Es muss eine Jahreszahl sein. Muss eine Jahreszahl sein, anders kann ich mir das nicht erklären. Warum ist da eine Hand? Ich habe irgendwas übersehen. Irgendwas habe ich übersehen. Mein Birthday, 10. 10. 10.7. Mein Birthday. Juli. Der 10.7. kann es ja auch nicht sein, habe ich ja auch eingegeben. Thank you.
Man muss das wirklich nur mit zweien sein. Red 1 Floor, Blue 2 Floor. Ja, Red brauche ich 3. Blue 2. Blau, blau, blau. Funktioniert ja auch nicht. Auch für jede Dinge brauche ich 3 Stück. Oh, jetzt blutet auf dem Boden. Der. Okay, ich bin definitiv ein Idiot. Es ist ihr Geburtstag. Und zwar da, wo sie geboren worden ist. Hier am ihrem 30. Geburtstag. Es war 1987 ist sie 30 geworden. Müsste das doch eigentlich gewesen sein. Es müsste eigentlich das gewesen sein. Ist das 30? 1905. 1957. Habe ich das? Was übersehen? Oh, for my queen, ein zerfledderter Teddybär. Mein Queen? Okay. Warum er die Zahl hat? Ja, 503? Was ist das für eine Zahl? Warum er dir die Nummer jetzt her hat? Da ist die Dings. Hier. Erster Flur. Red. Achso, da unten ist er. Well,
No, I just have to get out of here. Die Demo. Das war die Demo. Da, hier ist die. Oha. Das war die Demo, würde ich mal fast behaupten. Schön. Könnte man eigentlich als komplettes Spiel sich mal reinziehen? Aber das war auf jeden Fall die Demo. Schön. Ich hoffe, euch hat sie gefallen.